So, ein wunderschön, klick ich hoch, Folge 49. Ja. Genau. So. Wupp. Ein Fischilein. Was haben wir hier? Ein bisschen Gold. Unnütz gedünst. Noch mehr unnütz gedünst. So, dann haben wir zweimal Gold, einmal 36. Naja, ein bisschen. Und einmal 37, was ganz gut ist. Mal gucken, wie viel können wir überhaupt. Oh, wir können 25 Level kaufen. Sehr schön. Level 250. Können wir gleich mal den nächsten Boss in Angriff nehmen. Aha, sehr gut. So. Was wir auch mal machen können, dann bei dem wiederum nächsten Boss. Hier mal ein paar Skills benutzen. Schatztor, sehr schön. E36, ah gut, sind wir gleich, sind wir bald da. Können wir vielleicht schaffen. Jetzt fängt es an zu regnen. Ich glaub's nicht. Nieselwetter, Pisswetter. Boah. Da kriegst du Plack auf den Pimp. Okay, gut jetzt. So. Wir haben ein paar Gilds. So Green Forest. Na super. Den Typ, den Kinder braucht. Oh. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir hier ein bisschen was reinstecken. Es ist halt unglaublich teuer. Und es bringt wahrscheinlich genau gar nichts. Das ist das scheiße. Wir brauchen noch viel, viel mehr Hero Souls. Noch richtig viel mehr. Apropos Hero Souls. Ja, so zum Beispiel. sehr schön. Bumm. Lalala, Mercedes. Boah, Alter, wir könnten für 3 ascenden. Wow. Das ist ja... Boah. Das ist traurig. Das ist echt traurig. Hey, Moment mal. Next. Aber wir haben schon längst mehr als 20 Euro Souls. Wir haben 194. So, Junge. Du noch ganz richtig? Hä? Kann man das mal irgendjemand erklären? Puh, das macht ja sowas von überhaupt keinen Sinn, okay. Na gut. Bis zum nächsten Boss dauert noch ein bisschen. Ja, mittlerweile merkt man auch wieder unsere kritischen Schalen an. So. Mal gucken, ob unser Faktor immer noch nur 18. Sag mal, habe ich das mittlerweile zweifelig gerade an meinem eigenen Gedächtnis. Wir hatten doch schon mal 50 oder 57 oder so. Oder 47, auf jeden Fall knapp 50. Also so um die 50, meine ich doch. Natürlich kein Primal Boss, war klar. Arschloch, ich hasse dich. Und bei der gesamten Brut. Bom. Oh, 10, wow. Das war gerade gut. Genau beim Boss 10-fach Gold bekommen. Das läppert natürlich richtig. Was wir machen könnten, ist das hier. Ja. Schon mitklicken. Sehr schön. Okay. Wir brauchen noch 2 E36.
Vielleicht sollte ich nochmal IT von einem. Halt, nee. Das hier. Gute Frage. Achso, ja. Wow. Noch mehr Müll. Als wenn ich nicht schon genug Müll hätte. Vielleicht kommt der nächste Boss. Das ist sehr gut. Leider kein Päumel. Schade eigentlich. So. Und wer diesmal? Typ-Beast. Den Typ braucht doch keiner. Der Typ ist nun wirklich, ganz ehrlich. Soll wohl der, einer der Power 5 sein? Also zu Verständnis, Power 5 sind welche, die hier weiter oben sind. Da gehört auch Tweebies mit dazu, soweit ich weiß. Es ist ja wie gesagt so, dass die Helden, die werden ja immer teurer, ne? Umso mehr Level, umso teurer. Ab bestimmten Leveln bekommen sie aber extreme Boosts. Zum Beispiel alle ab Level 200, alle 25 Level immer Faktor 4, kennen wir ja. Ab Level 2000, glaube ich. Dann alle 1000 Level Faktor 10. Genau. Heißt also, die bekommen ein paar Boosts. Trotzdem werden sie irgendwann sehr ineffizient. Unter anderem zum Beispiel deswegen, weil die meisten oder glaube alle ab Level 8000 kein 10-fach Boost mehr bekommen, sondern nur noch diesen 25er Boost, alle 25 Level um Faktor 4. Das heißt also, irgendwann werden die Monster selbst mit dem Boost ineffektiv. Ab Level 8000 geht das dann los, dass die ersten wieder anfangen sehr ineffizient zu werden und dann immer ineffizienter. Und die am längsten effizient bleiben, das sind diese Power 5 und die stehen im Wiki drin. Ich habe jetzt keinen, könnt ihr gucken, wie gesagt, gibt es ein Wiki für. Und da gehört Tweebies, glaube ich, auch mit dazu. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Ich hoffe, weil der Fische hier unterwegs, ey, lol. Regenwetter, Alter. Voll der Pisswetter. Kann ich mal verpissen. So. Ich bin gerade echt gewillt, dieses Ding hier einzusetzen, aber andererseits vielleicht auch erst nachdem wir das bereits gekauft haben, weil den können wir uns ja schon fast leisten. Deswegen wäre das da Verschwendung. Wenn wir uns das aber hier kaufen, dann haben wir gleich vierfache Angriffsstärke und damit steigt der Wert hier auch nochmal drastisch an. Und daher würde ich hiermit wirklich warten, bis wir den ersten, also bis wir Level 175 sind und es dann, wie gesagt, einlösen. Damit wir dann mit dem Boost quasi dann gleich auch alsbald auf Level 300 aufsteigen können. So, nochmal der gleiche. Wie lame. Kommt der nächste Boss? Ach, ist schon wieder gleich soweit. Ah, das heißt also, jetzt den Boss werde ich auf jeden Fall mal hiermit erledigen und den übernächsten Boss dann mit ihm in Kombination wieder mit den beiden Dingern. Und dann mal schauen, wie weit wir denn sind. Ne? Das sollten wir es endlich mal geschafft haben, hier nochmal Level aufzusetzen. Also nochmal 25 Level aufzusetzen auf Level 75. So, 275.
Ja. So, noch zwei Gamer. Dann haben wir es doch. Geschafft. Haben wir es doch. Auch wieder kein Primal Boss. Ich hasse dich. Deine gesamte Brut. So, Cooldown. Dankeschön. Ja. Boah, das überlebt doch wieder nicht. Alter, können doch mal ordentlich zur Mission kommen. Verfick der Scheiße. Da gibt's doch nicht. Da ist so doch Corona hochgradig illegal. So, 2,3 haben wir, 2,9 brauchen wir. Oh Gott, das dauert noch, das dauert schon. Warum dauert das immer so lange? Jetzt bekommen wir diesmal schon 150 Hero Souls. Es ist immer noch ein Witz, aber verglichen mit dem, was wir sonst so, ne? Also, das ist traurig. Man kann es drin und wenden, wie man möchte, es ist immer noch traurig. Aber gut. Wenigstens schaffen wir schon mal Level 100 bis Level 200 mit Leichtigkeit. Jetzt sind wir dabei, Level bis 300 zu kommen. Damit wir irgendwann mal hoffentlich in die 40er-Zone reinkommen, damit wir dann endlich mal Dread Knight kaufen können. Ach Gott, das ist so traurig. Ich bin jetzt ab 200 bis 57. Wir müssen noch 20 Gegner erledigen, um zum nächsten Boss zu kommen. Nee, noch 30 Gegner, schon wieder. Warum bist du so scheiße teil, du Arsch? Und ja, bevor einer kommt, ja, ich könnte ja schon mal Levels hier kaufen. Nein, bringt absolut gar nichts. Weil, wenn ich jetzt hier noch 24 Level kaufe, dann bringt das einen Anstieg von 0. Ja, also gefühlt 0. Das bringt wirklich erst mit Punkt 25 Level was, weil er ab da dann einen Boost bekommt mit vierfachen Damage. Erst das merkst du dann wieder. Dafür zwar richtig, aber alles davor bringt halt nichts. Deswegen gehe ich halt, sobald der letzte hier auf Level 200 ist, gehe ich direkt auf 25er Faktor, weil alles andere bringt nichts mehr. Kannst du machen, was du willst. Gucken, was hier mein Tablet eigentlich sagt. Da bin ich ja mittlerweile schon wieder fast auf Level 4800. Jo, Level 4576. Es wird langsam. Hab schon 4 E14 Hero Souls. Das gefällt mir. Tatsächlich. Hab schon viel Gold gesammelt mittlerweile. Ja, ja. Bin ganz fleißig. Bin ich wirklich. Davon sind wir leider noch weit entfernt. Schade eigentlich, aber gut. Was willst du da machen? Außer heulen. Alter, hoffentlich ist der nächste Boss Primal. Es wird langsam mal wieder Zeit. Haben wir schon ein bisschen an Gewicht gewonnen? Ja. 1,17. Ja. Nicht so pralle wie die Euter meiner. Sehr gut jetzt. Jeden Abend gehe ich in Zwinger und singe. Okay, gut ist. Tja, jetzt kommen die Wetten. Was passiert schneller? Kommen wir hier auf den Boss oder kommen wir hier ans Level ran? Oder an die 25 Level ran? Also wie es aussieht, wahrscheinlich doch eher die Level. Und bis zum Boss haben wir noch 14. 13. Das klingt noch was lange. Aber das Schöne ist, beim nächsten Boss, den schaffen wir auf jeden Fall. Weil dann habe ich auch die Wette hier wieder aktiv. Und mit denen allen zusammen sollte das kein Problem sein.
Damit wäre dann natürlich immer noch die Frage, was wir dann machen, ob wir denn tatsächlich. Nee, senden wir denn? Ich weiß gar nicht. Vielleicht mache ich auch noch weiter. Direkt. Level 300 ist zwar noch zeittechnisch weit entfernt. Also da würden wir noch ewig brauchen, um bis Level 300 zu kommen. Aber andererseits schon wieder ascenden für gerade noch 150, das ist ein Witz. Das wäre nun echt ein Witz. Alter, wie lange geht das runter? Ah ja. Also, man sieht die kritischen Treffer auf jeden Fall. Ja, ne? Aber sind leider noch nicht so schön, dass wenn einer kommt, gleich der halbe Balken mit einmal weg ist. Das wäre natürlich ein Träumchen, aber das erreichen wir erst wieder, wenn er hier 50 steht. Mit Level, mit 18er Faktor, das wird so leider nichts. Dafür haben wir einen zu schwachen Klick. Ja, hier Klick Damage halt. Wir haben fast. Leute, wir haben mehr Klick schon als Damage pro Sekunde. Weil wir haben 5E31. Wir haben aber hier 10 Klicke pro Sekunde. Das heißt, wir haben 5E32, weil ne, 10 ist ja E1. Das heißt, wir haben fast. Naja, nicht ganz, aber wir haben auf jeden Fall mehr als hier oben Damage pro Sekunde. Allein mit die Klicke, die Klick. Und dann wird es ja natürlich doch mal erhöht um Faktor 19 bei kritischen Treffer. Wobei das nicht ganz stimmt, weil da wird ja immer nur ein Klick erhöht und nicht alle 10 pro Sekunde. Das heißt also, der gesamte Faktor pro Sekunde wird nur um den Faktor 3 erhöht. Oder? Doch. Weil er ist Faktor 19. Nee, ist doch falsch, um Faktor 2 wird es. Nee, doch um Faktor 3. Ich bin gerade komplett raus. Also ein Klick, also ein Zehntel von einer Sekunde, wird um den Faktor 30 erhöht. Nee, um den Faktor 20 erhöht. Das heißt, ein Zehntel wird um 20 erhöht. Das wäre dann also eine Gesamterhöhung von 2. Heißt also, wenn es um 2 erhöht wird, haben wir einen Gesamtfaktor von 3. Müsste also, oder rechne ich das gerade komplett falsch? Ich habe keine Ahnung. Mathematik am späten Abend kommt doch so ein Scheiß. So. 1, 2, 7, 8, 3. Yes, Primal Boss. Wuhu. Oh, 40 Hero Souls. Alter, das hat sich mal gelohnt. Boom, Headshot. So, jetzt können wir mal richtig loslegen hier. Ne? Wir sind da gerade komplett in Farm. Boom, Headshot. Ah, das sieht doch gut aus. Und jetzt 8E37. Boah, Alter, das kommt ja hier gerade wie. Boah, Alter. Okay, die nächsten paar Bosse schaffen wir auch noch. LOL. Alter, was geht hier gerade ab? Ey, wir können das gleich dir nicht leisten. Moment mal. Wir können es dir wirklich gleich leisten. Okay, wir ascenden auf jeden Fall nicht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Wir werden sowas von nicht ascenden. Oh, ist das krank, ist das geil. Oh, das gefällt mir gerade ein bisschen. Oh, schon wieder Tweebies, ganz ehrlich? Der ernsthaft jetzt? Was ist denn hier los? Na, okay, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Die 38 kann man durch den Bonus hier. Von daher, bis wir den haben, dauert es vielleicht doch noch ein bisschen. Aber er ist auf jeden Fall jetzt in Reichweite. In spürbarer Reichweite. Ich spüre ihn zwar quasi schon in meinem Anus. Alter Schwede. Nochmal. Also, ne? Ja, wir werden definitiv nicht das senden. Und schon aber 250 plus. Wow. Also, die nächste Ascension wird lecker. Definitiv lecker.
So, 278, kommen wir gleich wieder an den nächsten Boss ran. Ob wir den schon schaffen, ist eine gute Frage. Es wird nämlich langsam wieder langsamer. Es wird langsam wieder langsamer, ja, nee, ist klar. Frostleaf. Yay! Wir lieben dich. Oh, war gerade der Boss. Haben wir aber gerade nichts bekommen, oder? Schade eigentlich. Na gut. Yeah, Frostleaf hat ein Guild. Matsu. Der haben wir doch noch gar nicht, oder? Obwohl doch, der war ja der hier oben. Matsu. Doch, wow, der wird um. Das ist natürlich langweilig. Tja, dann würde ich mal sagen, dann warten wir noch ein bisschen und dann können wir, also wie Schwert auf jeden Fall nicht ersenden, könnt ihr vergessen. Und wenn ich heute Abend noch ein bisschen idle lasse, was ich ja sowieso machen, also hier Combo, also weiterlaufen lasse, wisst ihr schon, dann können wir uns vielleicht tatsächlich morgen früh Dread Knight holen. Dann müsste ich zu heute Nacht unser Gehalt mindestens ver-20-fachen, aber das wäre schon echt hart geil. Oh, ich habe ein 286er. Oh mein Gott, 286er. Oh mein Gott. War das gerade ein Flugzeug oder auf großem Gewitter? Keine Ahnung. So. Wie teuer sind die nächsten 24? Oh Gott, plötzlich sind noch ein bisschen weit weg. Gut, na, dann würde ich mal sagen, ja, jetzt schaffen wir so erstmal soweit nichts mehr. Wir könnten höchstens auf den nächsten Boss warten, aber auch der könnte schon kritisch werden. Da muss ich auf jeden Fall nachhelfen. Tja, und dann freue ich mich echt schon auf morgen. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, ob wir ihn uns morgen wirklich schon leisten können, weil wir haben jetzt 5E38. Wir haben jetzt in der ganzen Zeit gerade mal 1E38 bekommen. Das heißt, wir müssten von dem, was wir jetzt gerade bekommen haben, noch das 100-fache bekommen. Das kann also durchaus noch ein Stück dauern. Wow. Oha, der nächste Boss. Das ist echt eine gute Frage. Weil ich meine, aktiv könnte ich heute definitiv nicht weit. Oh, schon wieder Tweebeast, ernsthaft? Was ist das für ein Zufall? Das ist doch kein Zufall, das ist gescheatet. Wenn wir schon 20 Mal einen denselben bekommen, warum denn nicht 20 Mal Frost lief? Ja? Ach Gott. Das ist sowas von gescheatet. Ja? Das ist Bullshit. Ich meine, wir könnten uns den ja auch hochbilden um 2, ne? Aber ganz ehrlich, nein. Das würde uns 160 Hero Souls kosten und 160 Hero Souls bin ich gerade noch nicht bereit zu verschwenden dafür. Na gut, verschwenden wir natürlich so semi, ne? Ich meine, er hätte so ein bisschen dann den doppelten Schaden. Ne, nicht mal. Okay, ja, wär eine Verschwendung. Weil selbst wenn es der doppelte Schaden wäre, würde das gerade für einen Boss reichen. Ungefähr. Das würde gerade 25 Level wettmachen. Das wäre gar nichts. Weil alle 25 Level kriegen wir eh das Vierfache, ne? Von daher. Da war ja was. Ah, 40 Sekunden. Dann haben wir zumindest eine sinnvolle Mission hier am Laufen. Außer hier kommt wieder eine Scheißmission.
was ich schon fast wette. Einfach weil das Spiel mich nicht mag. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. So. The question is, wenn wir tatsächlich jetzt nächste Runde 300 bekommen, dann könnten wir tatsächlich mal gucken, bei der nächsten Ascension dann, dass wir das mit den Treasure Chests in Angriff nehmen, also hier diese Schatzkisten. Zum einen, dass wir mehr bekommen und zum anderen, dass wir pro Schatzkiste mehr Gold bekommen. Das wäre ganz geil. So, mal gucken, was wir jetzt... Ah, das geht doch. Easy. No problemo. Biatch. Die dauert noch 7 Minuten. Wir würden aber... Ach, gerade mal 2,39 bekommen. Also das würde bei weitem nicht reichen. Um hier auch mal ansatzweise ranzukommen. That is Bullshit. Na gut, dann wie gesagt, mache ich das so. Ich werde jetzt erstmal, oh, wieder ein Boss, aber auch wieder kein Hero, kein. Egal, der nächste Boss ist auf jeden Fall dickster Boxer. Sag schon. Primal. Also der Spaten, der ganz viele Hero Souls gibt. Ich glaube, ich habe zu spät angefangen mitzuklicken. Haben wir das noch? Nee. Doch. Oh mein Gott. Wow, da kommen wir jetzt. LOL. Na gut, klar, durch das ganze extreme Hochleveln jetzt gerade. Diese beiden Injizierungen, sag ich jetzt mal, ja. Die beiden Booster quasi. Die haben uns echt gut hochgekickt. Weil ansonsten ohne die beiden hätten wir Level 300 jetzt bei weitem nicht so schnell erreicht. Bei weitem nicht. Und das nächste, was wir überhaupt zur Verfügung hätten, wäre dann erst das wieder. Aber ich weiß nicht, ob uns das reicht, um Level 300 zu knacken. Bezweifle ich ganz stark. Das wird so wahrscheinlich eher nichts. Das ist auch noch viel zu teuer. Ah, gut. Level 300 machen wir noch. Das ist wenigstens auf jeden Fall Primal. Und alles andere lohnt sich auf keinen Fall. Hier kriegen wir das nächste erst in ein paar Stunden. Na gut, in 5 Minuten ist aber ein Witz. Würde vielleicht hierfür reichen, um den hier hoch zu leveln, wobei. Ja doch, dafür würde es reichen. Aber für mehr halt auch nicht. Stimmt eigentlich, stimmt, dafür würde es reichen. Machen wir das so. Easy. Ja. Und alles andere lohnt sich dann nicht. Critical Click Chance, 9%. Ist ja lame. So, hier haben wir alles, außer bei Armin Hop. Alle anderen Sachen haben wir ja schon komplett. Achso, gut, okay. Ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Weil die hier sind die auf den Kombos noch nicht eingerichtet. Sprich, also das ist alleine sein Grundschaden, der da erhöht wird. Und der Grundschaden ist sowas von gering. Wir könnten einfach mal probieren, ne? Ja, einfach mal so just for fun. Ja, können wir gleich 1000 Level gehen? Nein. Ach, nee. So, wir haben jetzt 2E34. Ja, immer noch 2E34. Die hinterste Stelle, die hat sich verändert. Wow! Ey, das war ja so, boah. Allein die Klick-Kombo macht innerhalb von 3 Sekunden genau das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Ist ein bisschen traurig. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen unfair, ne? Also, das... Achso, jetzt hier nicht umsonst drauf, weil sie Geld ausgeben, ne? Die mache ich mal noch und das war's denn. Genau, The Masked Samurai gehört auch noch auf jeden Fall zu den Power 5. Das weiß ich. The Masked Samurai gehört auf jeden Fall dazu. Tweebies gehört auf jeden Fall dazu. Und mehr weiß ich. Können wir mal ganz kurz gucken. Klicke Heroes Power 5. Mal ab. Danke. So. Power of Tweebies. Ach, Ivan Brittany auch. Okay. Na gut, auf jeden Fall hier. Die 5. Und hier Background.
In an optional leveling strategy, you would level up all heroes until their many ja, das ist mathematische Kacke, das ist quasi. Wie beschreibt man das? Ich meine, ich würde euch jetzt den Wikipedia-Artikel dazu zeigen, aber der wird euch gar nichts dazu sagen. Hier ist nicht mal die Grafik mit eingeblendet, wow. Nein, das ist quasi das. Die Kosten steigen und was anderes sinkt. Und wenn man diese beiden gegenüberstellt, hat man irgendwann eine perfekte Mitte, wo sich diese beiden Geraden, diese beiden Funktionen quasi treffen. Und genau dieser Punkt ist damit gemeint. Da, dass sie praktisch gleich sind. So. However, the request is a large amount of calculation and clicking to maintain optional leveling. Das ist jetzt alles interessant, ne? Eigentlich nicht. Paviso, Most Players, Jamal, bla bla, 20%, bla bla bla, International Level, bla bla bla, Progression, bla bla bla. Ja, das ist quasi genau das, was ich erklärt habe. Es wird halt immer uneffizienter und hier sieht man halt, welcher Monster bei welchem Level anfängt uneffizient zu werden. Und hier sieht man halt, viele fangen halt schon bei Level 50 an und die 5 gehen aber weit bis Level 2300. Ab da fangen die erst überhaupt an, uninteressant zu werden. Und alle anderen, die hier hinten sind, das sind dann die Starken, also die, die weiter unten kommen, die, an die wir noch gar nicht denken brauchen. Wir hängen irgendwo hier oben, da hängen wir, die alle kommen noch dazwischen. Und das sind dann die ganz Starken, die lohnt es sich wirklich hochzuleveln bis, wie ich schon gesagt habe, Level 8000. Weil ab Level 8000 halt alle anfangen uneffizient zu werden. Weil da sind dann alle, ja, alle Boosters vorbei. Und dementsprechend werden alle nur noch super ineffizient. Ja, solange bis man dann, wie gesagt, bei Xavier ist. Die kannst du so weit hochleveln, wie du willst. Weil das sind halt die Letzten. Und irgendwas musst du ja weiter hochleveln, um weiterzukommen. Von daher sind dann praktisch alle ab Xavier bis hier Ace Scout. Die kannst du quasi hochleveln, solange bis du grau wirst. Brauchst dazu auch keine Effizienz mehr erwarten, aber du hast halt auch keine andere Möglichkeit, weil es gibt ja keine anderen, die danach mehr kommen. Außer es gibt irgendwann eine neue Version, wo dann wieder neue Heroes mit dazukommen. Dann hast du natürlich wieder eine Alternative. So. Oh, wir haben den Boss nicht geschafft. Das ist aber traurig. Na gut, noch 30 Sekunden, dann haben wir sowieso unsere nächsten 25 Level hier drin. Ist ganz geil. Da. 2E39. Genau. Genau das, was wir bekommen. 13, 12, 11, 10, 9. Deine Mutter, dein Vater. Ein Hab für deine Schwester, ein Hab für deine Mami, ein Hab für deine Mutter. Mami muss das gleiche. New Quest. Oh Gott, was sind das denn bitte schön für Quests? Kommt das hier. Was ist das für Bullshit, ey? Okay, gut. Wir können ihn jetzt hochleveln. Boop. Und damit können wir den nächsten Boss auf jeden Fall knacken. 52. Also 60. So, okay, das war's denn. Dann würde ich mir sagen, verabschiede ich mich mal für das Let's Play. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Good night. Na gut. Wenn wir ihn uns leisten können, hat er also wenigstens schon mal doppelte Stärke gleich. Wow. Ja, wird leider noch ein bisschen dauern. Schätze ich mal. Gut, auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder. Morgen früh in aller Frühe, in aller Frische. Außer ich bin bis dahin gestorben. Weiß nicht. Kann ja alles passieren. Schau mit V.